von den Augen abzulesen. Das Einzige, was sie von euch bekommen hat, sind Allergien. Genau. Ich fürchte, es ist nur ein Urteil möglich. Das stimmt. Ich hatte so sehr gehofft, dass meine Tochter reif und erwachsen genug ist, um sich eine eigene Meinung über den Stand der Dinge im Hotel zu bilden. Leider muss ich feststellen, dass ich mich in meiner Tochter wieder einmal getäuscht habe. Wie eine reiche, verwöhnte Göre hast du dich aufgeführt, die Leute schikaniert, das Geld zum Fenster rauswirft. Ich bin nicht wütend. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Victoria. Wieder einmal. Mittlerweile sollte ich doch daran gewöhnt sein, hm? Ich muss mich bedanken. Durch euch habe ich erkannt, dass meine Tochter noch einen weiten Weg vor sich hat. Als Strafe möchte ich, dass du den restlichen Sommer jobbst. Und zwar hier in diesem Hotel. Ich soll für mein Geld arbeiten? Genau, so wie alle anderen auch. Wenn ich da vielleicht etwas zu sagen dürfte, ich weiß nicht, ob wir noch eine Ferienjobberin benötigen. Genau, hier gibt's ja auch genug Arbeitswillige. Und als kleines Dankeschön schicke ich diesen Sommer 3-mal so viel Gäste in ihr Hotel. So viel Gäste in ihr Hotel. Ui, aber natürlich wird sich ein Plätzchen finden für ihre junge Frau von Lippstein. Hey Sam, kannst du mir bitte einen frischen Apfel-Maracuja-Saft machen? Ist was? Wo bleibt der Leopold denn? Wahrscheinlich klärt er erst die Sache mit Victoria, jetzt wo sie hier bleiben kann. Victoria bleibt hier? Ja, den ganzen Sommer, als Ferienjobberin. Was? Wirklich? Hier bei uns? Das ist ja großartig! Naja, also, ihr sollt natürlich auch bleiben. Ich meine, jetzt habe ich endlich mal einen coolen Mitbewohner. Danke. Und cool, dass du nicht mehr sauer bist. Okay. Also, wenn hier jemand ein Dummkopf ist, dann bin das ich. Und ganz bestimmt nicht Flo. Sag, dass du ein Esel bist. Ich bin Esel. Tom, alles gut? Also, das Urteil ist gefällt. Nach langer, intensiver Beratung hat das Gericht beschlossen. Keller?